Hallo, meine flitzerverfolgenden Schatzsucher und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschig-flauschigen Ründchen hier bei Wardhills. Wohlgemerkt, wieder neue Aufnahmesession, ihr kennt es ja, werden wieder 7 Folgen, die ich hintereinander produziere, werden ein bisschen noch aber auf die Kommentare eingehen. Als allererstes natürlich, es gab ja ein Update, worauf ihr mich sogar aufmerksamer gemacht habt und es gibt ab sofort jetzt Schmiedelehrlingsset Helme. Was natürlich sehr, sehr gut ist, weil wir dann damit jetzt dann uns noch bessere Rüstung machen können. Beziehungsweise wir müssen die Rüstung jetzt gucken, weil die Rüstungen haben sich verändert. Die hatten früher wesentlich mehr Rüstung gegeben. Wir waren, glaube ich, bei 100, über 115 oder sowas schon mittlerweile. Dadurch haben wir etwas Rüstung verloren. Oh, guck mal, wir haben jetzt auch schon fast die nächste Stufe. 2600? 2200? Hä? Bin doch schon über die Stufe jetzt drüber. Was ist denn da passiert? Drüber? Ich glaube, das nächste Ding gibt uns ein Level Up oder sowas. Ah, das könnte sein. Könnte sein, weil das ist auch im Patch gewesen. Es gab eine Veränderung bezüglich des Auflevelns. Wo habe ich den heute drauf her? Den hatte ich jetzt aber noch gar nicht gehabt. Der wundert mich jetzt gerade. Den habe ich letztens gar nicht gehabt. Dann hätte ich den schon längst verkauft. Okay, also wie gesagt, es gibt ein Update. Ich bin verwirrt. Ich habe keine Ahnung weiter. Ich habe aber von euch Tipps bekommen. Und wir gehen diesen Tipps als erstes nach, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache. Wie ihr sehen könnt, auch darauf nochmal eingehen. Ja, ich weiß, ich bin wirklich manchmal sehr knauserig. Aber zum Beispiel, während ich zwischen den Folgen das mache, ich kaufe immer wirklich viel Essen. Wirklich viel, 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 viel Essen. Und verkoche das dann auch. Und denn das ist jetzt wirklich auch fast das rein verkochte Essen, ne? Also fast nur Essen, so ein bisschen Wild und Ratte sind noch da. Ansonsten ist das Essen wirklich schon alles vorbereitet. Und genau. Dadurch habe ich jetzt für 25 Tage eigentlich Essen. Will aber mit euch auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter drauf eingehen. Neue Truppen etc. Hatte jetzt auch nochmal Handel getrieben. Also ich habe jetzt mal geguckt. Hier in Ul drin, also beim Rosa Clan ist es am besten, da könnt ihr Wollstoff, Edelsteine richtig gut und Keramik verkaufen. Also Keramik bringt ihr 126, Wollstoff 84 und die Edelsteine bringen 198. Wenn man daran damit noch rechnet, dass Vertrus damals noch nur 172 gebracht hatte, ist das wirklich ein immenser Unterschied. Ne? Das sind 28 Kronen pro Ding nochmal drauf. Also das ist schon mal sehr, sehr lohnend. Des Weiteren habt ihr mir auch nochmal einen schönen Tipp gegeben. Wir gehen da, gehen wir jetzt auch gerade hin. Das ist der erste, den wir heute nachgehen werden. Ist es der, dass wir Wölfi und die Artisten nochmal besuchen gehen. Und dass ich mir vielleicht überlegen sollte, mal in einer Region mir dann auch mal einen Wolf zuzulegen. Weil die mir das mit dem Bewachen vom Lager und sowas alles ein bisschen vereinfachen. Da habe ich auf jeden Fall schon mal Interesse. Und guck mal, es wird gerade Nacht. Oh, gab es hier in der Nähe die Dinge, die Meute, die Geistermeute? Das wäre jetzt cool, wenn wir jetzt noch eine Geistermeute bekommen würden. Das wäre jetzt eine gute Sache. Haben wir die hier irgendwo gehabt bei uns? Nee, war. Geistermeute hat nämlich auch ein neues Future. Sie haben jetzt einen Bären dazu bekommen, was ich wirklich gut finde, weil wir das bisher ja noch nicht so hatten, einen Geisterbären. Wir haben ja die Wölfe und die Eber gehabt, aber noch nie den Berski in der Geistermeute. Und ja, ist interessant, den kann man auf jeden Fall mal dazu nehmen. Und ach, schaffen wir es noch bis dahin? Können wir einfach in einem Dings lagern, dann müssen wir nämlich nicht noch dahin zurück nachher laufen. Könnte aber knapp sich nicht ausgehen, wa? Ah, knappig, knappig, knappig. Okay, ja, da kommt, gehen wir hier in den Wald. Haben wir nur ganz knapp nicht geschafft. Ist ja auch kein Problem. Dann machen wir hier das Ganze. Ich habe auch die ganze Zeit Mr. Quinio und auch eine ganze Weile PF daran an dem Palos hier ein bisschen arbeiten lassen, damit die auch ein bisschen stärker werden. Venio ist schon bei 1380 und Pief ist bei 1500. Genau, dass die ein bisschen stärker werden, dass alles ein bisschen einfacher wird. Hatte ich immer ein bisschen dran arbeiten lassen. Okay, da können wir noch ein bisschen dran arbeiten.
So, wir machen wir mal das Rasten und wir machen hier erstmal die 30. Renndauer ein bisschen erhöhen auf jeden Fall. Irgendwie auch noch, da gab es noch irgendwas. Genau, Bewegungsgeschwindigkeit in der Welt erhöhen. So, wir werden uns auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen damit auch auseinandersetzen, auch nochmal mehr Truppen wirklich dann aufzubauen langsam, weil, ja, ihr habt recht, irgendwann können wir wirklich einfach mal sagen, komm, wir bauen die Truppen mal ein bisschen mehr auf und dann geht das schon. Wenn ich den weglassen würde, ja, was passiert denn dann das? Muss mit jeder Masse Alkohol trinken, um zufrieden zu sein. Wenn ich das jetzt so mache, Mist, dann kriegen wir aber minus 1. Aber ich habe mal gelesen, man kann den Alkoholiker rausziehen. Das wäre möglich. Boah, ist da was, Leute. Geben wir unserem Bärchen sein Alk. Wir Menschen haben da Mist gebaut. Jetzt geben wir auch sein Alk, damit das auch ein bisschen passt. So, verlieren wir 238. Und dann ist das alles. Unsere liebe Sally ist immer noch glücklich dabei. Und wir werden, ich werde auch ein bisschen was umändern bezüglich der Tiere dann. Also ich würde gerne hier auch für Sally dann eher ein bisschen anderes machen. Ich würde dann auch, wie ihr das auch geschrieben habt, ein bisschen Richtung den Halsbändern gehen. Ach ja, den Schatz habe ich übrigens nicht gefunden. Ich habe nochmal alles nachgeguckt. Das kann nicht sein, dass der da oder da liegt. Also deswegen, das machen wir dann noch gemeinsam. Ich habe mich eher auf ein paar andere Sachen ein bisschen konzentriert. Ja, ich bin ehrlich. Ich habe dann eher mich ein bisschen mit dem Handel hier nochmal gemacht, ein bisschen hin und her gehandelt und so weiter. Und genau. So, dann wollen wir weiterziehen. Guck mal, da ist übrigens, das ist jetzt der neue Hinterhalt, den man bekommen kann. Den kriegst du jetzt irgendwie noch aus den Wäldern hinaus. Also wenn du hier eine Weile in dem Wald drinne warst, so hier und nach einer Weile kriegst du hier dann so ein Auge drüber und dann hast du Hinterhalt. Und jetzt sind wir hinterhältig und so können wir jetzt einen Hinterhalt angreifen. Ich hatte mal gedacht, der Hinterhalt, das ist schon so von hinten angegriffen, das ist, wenn ich ihn umfahre und ich ihn sozusagen von hinten dann auch angreife, dachte ich immer, das wäre der Hinterhalt. Aber ja, leider nicht. So, wir sind gleich beim Lager der Gaukler. Schauen wir mal, wie es da läuft. Habe ich jetzt eigentlich meine Herstellungsmaterialien eigentlich in Vertrus gelassen oder nicht? Sally hat Käse gefunden. So, Hendes. Ach, legen wir eine Rast ein, bevor wir nach Gusenberg aufbrechen. Untersuchen. Soweit ich weiß, können Tiere keine Schlösser knacken. Also muss dieser Käfig von einem Menschen geöffnet worden sein. Warum sollte ich denn hier zurück? Okay. Sie wollen die wieder in den Käfig haben? Oh! Oh! Oh, weil ich es gerade sehe, unser Klaufen wird jetzt nicht mehr ganz so einfach funktionieren. Wir haben es gut eine Weile gemacht. Das hat auch gut funktioniert. Wir haben auch eine paar Menge Bücher. Aber jetzt wird der Wert mittlerweile, wenn man verfolgt ist und das zahlen soll, wird an dem angemessen, was für einen Wert man gestohlen hat und nicht mehr, wo man gestohlen hat. Deswegen können wir jetzt auch mal langsam so ein bisschen sagen, okay, passt auf, wir kaufen uns das einfach mal. Danke für den Hinweis, jetzt habe ich zumindest das mit der Laute gefunden. Das ist ja gut für den Barden, den wir bis jetzt ja noch nicht genutzt haben. Hä, wo ist denn das jetzt hin? Irgendwo habe ich jetzt, da. So, genau. Hier haben wir noch die Peitsche. Kann Gefährten auspeitschen, um sie zur Arbeit zu bewegen. Okay. Wann habe ich denn das erlernt? War das jetzt auch mit dem Patch drin? Weil ich glaube, das gab es doch noch gar nicht, oder? Erste Mal. Ach stimmt, genau. Und hier hast du jetzt die neue Rüstungsverstärkung. Das ist ein Kolossalen. Das ist auch ganz wichtig. Dafür brauchen wir dann die Franken von den Bären. Den Geisterberg. Und die werden wir uns auch holen. Aber das machen wir dann. Hufeisen können wir auch schmieden. Könnten wir das schon die ganze Zeit oder habe ich es nie gesehen? Ich habe das nie gesehen, dass das. Jetzt hätte ich es doch erlernt. Also als allererstes erstmal da einen Punkt rein, dass wir jetzt Helme schmieden. Dadurch steigen wir die nächsten zwei Stufen frei, dass wir uns auch die Helme dann daher kredenzen. Genau, dann ganz. Im ersten Moment hat natürlich erstmal wieder bei mir getickt, so, wie quill, das können wir nicht machen. Ein zweihändige Schildwache. Aber irgendwie habt ihr recht.
ich habe mal Bock auf was anderes. Durch euch irgendwie total dazugekommen. Also ich habe schon mal Bock auf eine zweihändige Schildwache. Hinterhalt. Haha, Geisterwolf, Phantom. Ach Mann, da war kein Bärchen dabei. Brrr. Da hat er jetzt ein Bärchen dabei. Kann man eigentlich auch einen Geisterwolf fahren? Ich frage für einen Freund. So ein Wölfi wäre mal interessant, ne? Aber die haben ja auch... Ach so, okay, gut, vielleicht sind jetzt hier keine dabei. Ja, Quenya, du kannst hier so kurz reinlaufen, machst die beim Plättel. Boris, du kannst hier kurz reinlaufen, machst die beim Plättel. Juli reist da ein. Diego von da hinten. Dirkert da hinten. Badi und Pief noch rein. Gut, Sally? Komm, lass mal Mr. Bär hier nach vorne. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Phantom-Eber, Fahrgeisterwolf. Okay. Dann gehen wir mit Taurus an der Eröffnung hinein. Bei Taurus würde ich mir gerne schon so ein bisschen lassen. Ich mag ihn so auf dem Skill-Bereich, wie er spielt. Ist wirklich einfach nur köstlich. Wir können jetzt hier den machen. So, und jetzt kann ich an den da ran. An den da ran und kann da auch gleich den Kampf auch noch beenden. Also war jetzt nicht gerade ohne. Wir sind da schon durch. Jetzt kann ich mit Quenior, gehe ich jetzt kurz hier hin. Mach da meine Dagan Strafe rein. Dann sind beide tot. Und jetzt müssen wir nur gucken, wegen dem Geisterwolf, ob ich den Geisterwolf ohne zu töten festhalten kann. Liberierer Tafakus. Manche Aktionen. Ja, ja, okay. Das. Warum habe ich denn den schon wieder drin? Ne? Kann ich das jetzt machen, ohne ihn zu töten? Wisst ihr, was ich nämlich jetzt gerade vorhab? Oh, habe ich überhaupt... Ja, das muss ich jetzt testen, ob ich es habe. Kann man die... Ich glaube, ich habe die nicht mehr, wa? Ach, verdammt. Ja, komm, wir beenden mal die Züge. Und, nein, Zug beenden. Wir warten bis da gleich, der Albtraum kommt, machen da dann noch Ende im Gelände. Ich glaube aber nicht, dass du... Ach verdammt, der stirbt wahrscheinlich gleich, ne? Durch den Gift. Ah nein, gut. Glück gehabt. So, dann machen wir das hier, das ganze Ding mal kurz zu Ende. Jetzt kommt der Blitzeinschlag. Und dann... Ich muss mal gucken, ob ich Dings gemacht habe. Ob ich... Wie nennt sich denn das? Die Seile noch habe, so jetzt. Aber gerade, war bei mir gerade so ein bisschen. Hat einen Moment gedauert. Hat einen Moment gedauert. Aber ist ja nicht ein Problemski. So, wenn wir den erledigt, bist du dran, ne? Okay, da kann ich ja. Warte mal, wenn ich mit Bart jetzt dahin gehe, ja? Na gut, ich gehe noch mit Bart ein Stück näher dran. Ne? So. Kann ich den jetzt so machen? Bitte nicht wegkicken. Nein! Nein! Bart, warum machst du das? So. Okay, finde ich cool, dass er den Zorn jetzt mit dem Dings gemacht hat. Das fand ich jetzt cool. So, warte mal. Hier irgendwo müsste doch... Der müsste hier irgendwo hingerutscht sein, ne? Genau, da ist er. Dann machen wir den hier auch noch platt. Aber jetzt haben wir jetzt eigentlich nur den Wolf da offen und dann hat sich das so... Ich glaube, wir haben keine Seile mehr. Das ist alles. So, jetzt haben wir hier Wolfsfleisch. Ach komm, nimm alles mit. Ah, guck mal hier. Badi Hadi, Stufe A. Ja, Mann. So freut's mich. Das hat er schon 47. Okay, wir werden jetzt noch mal ein bisschen langsam hochrutschen, was das. Hä, was ist denn noch? Oh, stimmt. Stufe 8 heißt. Schaden des nächsten Angriff. Zähmender Pfeil. Jagdfieber. Jeder Angriff, der auf eine Entfernung von mehr als 8 Metern ausgeführt wurde, gewährt 1 Rage. Tieraffinität. Erhält zu Beginn des Kampfes eine passive Fertigkeit von einem verbündeten Tier. Der Schaden gegen Ziele, die nicht in unmittelbarer Nähe einer anderen Einheit sind, ist um 15% erhöht. Nee, das ist ja langweilig. Na Mist, weil wir jetzt Jäger sind, ist der Baum eher so, wa? Was bringt mir eine passive Fähigkeit? Oh doch, das hört sich...
Weil das sich auch reingehört. Bewirkt man irgendwie die Wut. Schein ist nichts anderes. Ist ja auch an sich cool, aber ich finde Jagdfieber sehr interessant. Und Jagdfieber können wir dann. Warte mal, können wir noch verbessern? Mehr als 6 Metern kann man. Oh, die ist gut. Yep, nehmen wir mal mehr das auf jeden Fall. Dankeschön. So, ja gut, der ist jetzt weg. Wir haben noch ein paar. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Was ist denn hier los? Wir machen jetzt Verfassung mal höher. Lup. Lötzi. Auch mal wieder dabei. Bei dir eine Verfassung höher, damit wir einfach mehr Tragekapazität hätten haben. Nice, oh Mr. Bash. Ich habe meine beiden full Tanks. Die behalte ich auch weiterhin. 225. Ich behalte die weiter als meine Haupttanks. Also ich finde sie, denke ich, einfach am genialsten. Stärke Verfassung nochmal um 10% erhöht. Okay, das ignoriert Gelegenheitsangriff. Aber ich finde die Stärke und Verfassung nochmal erhöht. Das wird dann, der ist ja dann... Ja, ich weiß, hier scheinen sich auch immer, wie gesagt, die Geister. Also jeder spielt das Spiel meines Erachtens doch ein bisschen immer anders. Ich nutze gerne diese Fähigkeiten so. Und nehme meine Bärchen wirklich als reine Tanks gerne. Ich werde auf jeden Fall aber auch hier die Taschen austauschen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir nochmal zwei Ponys auf jeden Fall vielleicht nochmal mit dazu holen. Das wäre nämlich auch nicht so schlecht. Direktschaden ist schon ganz gut. Bei dir würde ich gerne den Crit auch mal wirklich mal erhöhen. Und dann kriegst du noch als nächstes genau was. Oh, verdoppelte Kumulierung von Gift bei allen Einheiten im Bereich. Kostet mich aber 2. Könnte ganz cool sein. Aber da er auf Gift auf ist, ist ja schon wieder, naja, verfehlen. Was haben wir hier noch? Schaden von Angriffen von hinten um 20% erhöht. Die Einheit zieht sich am Ende ihres Zuges zurück. Ja. Jetzt ist sie am Ende des Zuges zurück. Kämpft diese Einheit bereits, erhält sie ihre Poste. Wobei, war das jetzt gut, was ich gerade gemacht habe? Halt bitte schön. Also ihr werdet wahrscheinlich Nein sagen, aber ich überlege gerade für mich jetzt. Eigentlich ist das ja nochmal gut, ne? Wenn er von hinten nochmal erhöht. Ich lasse erstmal, ich werde ihn noch nicht aufbessern. Diego, Hego, Mego. Du bekommst jetzt auch mal hier mal ein bisschen Crit rein. Ja, ich muss jetzt auch mal langsam auf Crit. Ich habe es ja reingesehen, dass ich da langsam reingehe. Schaden von hinten auf jeden Fall. Den wollte ich auch eigentlich nur von hinten einsetzen. Und das erhöht nochmal um 35. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit kaltblütig aufgewertet. Und jetzt kommt unser liebes Hildchen natürlich. Ich könnte hier auch Crit gehen. Wobei ich gerne... Guck mal, der geht von 29 auf 35. Von 29 auf 35. 30, 36. Ja, doch, ich würde hier erstmal reingehen. So. Und was hast du? Angriff ignorieren 50% der Abwehr des Gegners. Nach zwei erlittenen Angriffen wird diese Einheit ablenken. Diese Einheit hat Rivalität, solange sich kein anderes Spiel neben ihr oder dem Gegner befindet. Beim kämpfenden Gegner verursacht ein erlittener Schaden um 50. Beim kämpfenden Gegner verursacht ein erlittener Schaden um 50. Das hier finde ich gut. 50%. Sie ist ja wirklich so ein das Bollwerk, aber ein Zerstörer. Und genau. Also, haben wir das erledigt? Ach, guck mal, den haben wir auch noch nie beendet. Ne? Sollten wir vielleicht auch mal jetzt machen. Dann kommen wir so ein bisschen gerade mal rein. Inold wäre für mich jetzt als nächstes, wenn die auf Stufe 8 aufsteigt. Ist jetzt auch nicht mehr weit. Dann könnten wir nämlich mit dem Pilum ihr dann geben und hätten da auch nochmal eine Möglichkeit. Ja, wir machen jetzt so ein bisschen mal dies, das und anderen, das ein bisschen Aufgaben abarbeiten. Ist ja so der erste Einstieg nach meiner Session wieder, wo ich wieder die Pause gemacht habe jetzt. Ich glaube, das sind jetzt, auch noch 5, 6 Tage sind das jetzt her. Und da passt das schon. Was wir machen ist, wir werden jetzt auch öfters mal nochmal auf Wolfsjagd gehen. Weißt du, was du hier mal machen könntest? Du könntest mal wieder nach Typen sortieren, dann ist das wieder alles ein bisschen angenehmer. Wir werden dann auch wieder mal jetzt sind wir hinterhältig. Jetzt greifen wir an, dann müssen wir Hinterhalt haben. Hinterhalt! Oh Gott, der Feigling. Ach so, der hat... Guck mal, das sind diese neuen Helme, ne? Das wird interessant. Das wird interessant. Aber ist jetzt nur ein leichter, ist nur so ein kleiner leichter Stinkstab. Soll aber alles schwerer geworden sein, deswegen machen wir mal ganz locker flockig. Der Fußsoldat ist dran. Der Fußsoldat hat eine sehr immense Reichweite. Danach ist der Fußsoldat dran.
Torus passt mir eher, wenn er hier mit hingeht. Und Quinior Senior ist eigentlich auch besser, wenn er hier mit hingeht, wenn sie hier so reinflampsen. Der eine hier so, der andere dort so und dann passt das. Lieutenant sowas. Also sind die jetzt dran. Wenn ich jetzt hier da mich hinstelle, kann ich den so flapp, flapp, flapp und dann kann ich den nach hinten halt wegbapsen. Genau. So, Hilde, du kannst dann mal hier hinrutschen, weil du kannst dich dann mit dem Fußsoldaten messen. Euch schicke ich mal hier hin. Nice. Mr. Berchi. Ist ja erst später, wenn das eintrifft. So. So, so, so. Sieht ganz schnieke aus. Komm, Sally. Du gehst aber ein Stückchen nach hinten. Ja, du musst schon auf dich aufpassen, meine Kleine. So. Was ist das? Bewegung um 60% erhöht. Ach du Heilige, deswegen sind die so weit. Ich habe mich schon gewundert. Okay. Wir müssen jetzt mal kurz gucken. Ich würde gerne mal den ungefähr so durchziehen. Wenn ich jetzt das mache, komme ich aber nicht bis dahin. Ja, wenn ich die 2 hier mache, ist ja auch okay. So. Keiner rutscht weg. Ach Mann. Dafür ist aber der erstmal jetzt tschüssi. Ja, genau. Sehe ich auch so. Ja, hoa. Auf Wiedersehen. So, ich stelle dich jetzt mal wieder zurück. So, der nächste Topfdeckel ist dran. Das bist du. Da schicke ich gleich mal Hähnchen drauf. Oh. Ja. 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 Na gut, die kommt jetzt eh nicht weiter. Dann lasse ich sie mal hier erstmal stehen. Der Lieutenant ist dran. Der Lieutenant. Da würde ich dann sagen, die mache ich dann mit Nice zusammen. Oh, ich hätte auch Dings daran. Oh ja, okay. Ja. Ja, mei, ja, mei. Ich könnte die 3 doch erwischen, wenn ich da jetzt mal so raufpapse. Ah, okay. Ist dann eher nicht so. Eher nicht so. Aber ich könnte die Beine ja schon mal weghopsen. Oder aber ich gehe eher so, mach die Beine weg. Und du hier gehst dann und machst die Beine. Genau. Arbeitsaufteilung, meine Freunde. Arbeitsaufteilung. Arbeitsaufteilung, Arbeitsaufteilung. So, jetzt können wir nämlich die hier so machen. Den haut er nämlich so dann mit gleich weg. Dann ist der schon mal außen vor. Oh. Wo ist denn seine Rüstung hin? Keiner erwischt. Schade. Jetzt bist du ja noch dran. Wir haben ja gesagt, für sowas haben wir immer unsere kleine Sally. Die geht ein bisschen knabbern. Ich mag die. Ich freue mich schon, wenn wir unseren Wolf dann haben. Unseren Wolf, der dann auch noch dazu kommt. Das wird dann auch nochmal ein spaßiges Ding. So. Juli. Komme ich mit dir bis dahin? Ja, das passt. Dann kommt Juli da ran. Du kannst dich mal mit dem ein bisschen herumbalgen. War, ist jetzt auch, wie gesagt, ist alles ein ganz lockeres Ding. Wir machen das jetzt noch für... Ja, es ist, es ist gerade, ne? Sieht man ja. So, dann kannst du dich sozusagen hier so ein bisschen hinbapsen. Kannst du die beiden auf jeden Fall wegnatzen. Ja, siehst du, bumm, weg. Da ist jetzt wirklich nicht viel zu machen. Wir sind so stark in diesem Gebiet mittlerweile, so weit drüber, dass das war jetzt gar nichts. Bams des Hauptmanns. 60 ist aber nicht... aufwertbar, also nicht aufwertbar. Champion-Statue, ein bisschen Geld, ein bisschen das. Wir könnten wieder Leder gerben. Nö, machen wir jetzt nicht. So, wir haben jetzt auch das erledigt. Dann ist das Ding jetzt auch endlich mal raus. Hatten wir auch eine ganze Weile drin gehabt. Und wir gehen jetzt nach Mahim zurück. Was ist das hier eigentlich? Ah ja, genau, da müssen wir später hin. Das Gebiet, da werde ich mich noch nicht so schnell reintrauen. Wir machen jetzt erstmal das andere Gebiet, weil ich finde das andere Gebiet auch wirklich super interessant. Es macht auf jeden Fall supermäßig viel Spaß. Und Spürhund, was war Spürhund? Unter anderen Verziehungen, tierischer Schuss. Da könnte ich das mehr mit den Tieren kombinieren. Warte mal, was haben wir hier? Ich habe wieder was gesehen. Wölfe. Stufe 4. Ach, nö. Stufe 4 nicht. Nein. Also wenn, nehmen wir natürlich ein Wölfchen, was, ne? Genau, seht da aus so. Finde ich gut, dass wir da derselben Meinung sind.
Was hatte ich jetzt noch eigentlich? Genau, größere Truppe auf jeden Fall. Den Aishi-Gürtel, herzlichen Dank für den Tipp mit den gegen die Gifte, insbesondere wenn wir dann da reinsteigen in so ein Rattennest. Das ist auf jeden Fall mehr als gut. Braveheart muss ich auf jeden Fall auch mal wieder schauen. Auch dafür danke für den Tipp. Also, das muss ich mir auf jeden Fall auch mal wieder zu Gemüte führen. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen und schon ewig nicht mehr. Zum Update, was haben wir da noch? Ja, Stelen wurde halt gefixt. Die Erfahrungen sind erhöht, also leichter geworden. Man ist schneller bis Stufe 12. Ah, genau. Highlight-Farben wurden geändert, habe ich mir aufgeschrieben. Das war, glaube ich, auf Barrierefreiheit. Und dann hast du hier. Bei der Rüberfläche Farbe der Umrisse bei hervorgehenden Elementen ändern. Wir haben ja jetzt nur so ein Grau, aber jetzt kann man das hier schön so ein bisschen ändern, insbesondere so eine Blinddödel wie mich hier. Ach, guck mal, so ungefähr, so Richtung meiner Augenfarbe können wir ja mal nehmen. Und das ist dann sozusagen, wenn du jetzt zum Beispiel auf den 1000-Schritt-Mark gehst, du drückst dann die Alt-Taste, dann hast du hier so einen kleinen besseren Umriss. Wobei, der ist noch gar nicht grell genug, finde ich. Ich finde den noch gar nicht grell genug, habt ihr recht. Man kann den dann noch greller stellen. Ach ja, da unten sieht man es ja so. Jetzt haben wir es richtig. So, jetzt sieht man hier. Passt schon besser. Man sollte ja auch mal selber suchen, aber ganz ehrlich. Ich suche mich dann gerade richtig dödelig einmal ab bis zum geht nicht mehr, weil ich mir dann einfach denke, da muss doch was sein, da muss doch was sein. Und ich sehe es und sehe es und sehe es nicht und dabei ist da gar nichts. So, genau. Der hier, den wollen wir auch nochmal benutzen. Erfordert Stufe 7. Warum wollte ich den haben? Ich wollte den für Juli-Reis haben, weil der Verbrennen bewirkt. Ich habe bis jetzt ja noch den 1623. Der hat dann 1836. Ich wollte den haben, weil der Verbrennen bewirkt. Aber den wollte ich erst machen, wenn sie eine bestimmte Fähigkeit hat. Genau. So, habe ich jetzt. Was habe ich mit dir jetzt eigentlich für Sachen? Halsband der Einheit. Schaden um 10%, wenn ihr im Kampf neben einem Verbündeten steht. Okay, ja, gut. Den haben wir jetzt nicht verkauft. Leichte Federn, die Reichweite erhöhen, das ist auch ganz schön. Habe ich noch mein ganzes Erz hier oder habe ich mein ganzes Erz nach drüben jetzt geballert? Ich sehe schon, ich glaube, ich habe mein ganzes Erz nach drüben geballert, wa? Aber ich bin mir sicher, ich habe noch nicht alles aufgebraucht. Warte mal, kann ich hier einfach gucken? Ja, guck mal, da ist mein Erz. Ja, da ist es, das ist halt nichts gut, ne? Also, das ist ja. Ich bin immer so stolz auf mich, dass ich meine Sachen so konsequent wegpacke. Aber ich kann dem auch nicht widerstehen, weil ich immer so dabei bin. Ah, der muss da runter, der muss da runter, der muss da runter. Unser toller Fliegenklatsche, die Rotella. Dann würde ich sagen, wir nehmen dich mit. Wir nehmen dich vorsichtig mit, ich weiß nicht. Fett haben wir auf jeden Fall mal dabei. Fisch, ich weiß nicht, ich glaube, muss ich jetzt den da schon machen? Nee, ne? Warte mal, Stufe 8 heißt doch, ich kann doch die nächste Rüstung dann auch nehmen, ne? Stufe 8 kann ich. Wer ist denn jetzt alle Stufe 8? Schwer, leicht, leicht, leicht. Boris, wie lange brauchst du noch? Oh, du hast noch ein Momentchen. Also, ich brauche einmal eine Schwere. Und dann brauche ich leicht, leicht, leicht. Hä? Ja, ne? Genau, passt, wackelt und hat Luft. Sehr schön. Das haben wir auch. Das ist jetzt, ja, okay, brauche ich gerade nicht. Bei dem bin ich mir nicht sicher, ob man Stoff braucht bei dem. Dann nehmen wir mal Leder mit. Oh, guck mal, hier haben wir auch nochmal Eisen. Stahl brauche ich ja eigentlich auch schon. Dann brauche ich doch grauer Klumpen. Und zum grauen Klumpen brauche ich eigentlich pestverseuchte Probe und verdorbene Essenz. Das. Ja, ich nehme doch ein bisschen mehr mit. Wisst ihr was? Ich nehme meine Handwerksmaterialien so gut es geht mit drüber. Oh. Oh, wobei, ja doch. warte mal, hier muss ich es ja machen. Ne? Das bringt mir, wenn ich den jetzt zurückpacke. Nee, der war das nicht. Ich erwarte es, was mir jetzt so viel reingebollert hat. Oder wisst ihr was? Ich mache jetzt hier schon mal das Holz. Ne? Das Holz habe ich ja auch noch mal immens mitgenommen. Genau, geh mal nach Gewicht sortieren. Das wäre mir jetzt lieber. Genau. Wenn ich den jetzt wegpacke, da habe ich ja fast das gesamte Gewicht drin gehabt. Ja, zur Not hole ich mir den dann rüber. Den kann ich, da gebe ich 100 Dinger aus. Dann ist das halt so. Jetzt hier das Blut. Das da mache ich mal. Das brauche ich jetzt mal kurz.
nehme das jetzt kurz hier alles so ein bisschen mit, was alchemistische Zutaten angeht. Packe ich nachher nochmal rein. Mitnehmen, mitnehmen, weil ich brauche diese Klumpendinger und sowas alles. Ich glaube, ich habe jetzt auch in Uldren nichts, was doch grauen Klumpen habe ich da und Ätherit. Ist mir jetzt gerade egal. Ist mir jetzt gerade total egal. Ich habe ja auch noch das da, muss ja nochmal eine Quest abgeben hier gleich. Von daher passt das schon. Ich weiß, wir müssen auch gleich schlafen. Das ist jetzt wieder erstmal so der Anfang. Ich muss mal wieder reinkommen, bevor ich hier so meine Strukturen einfach so ablaufe. So, wir sind bei 598. Ja, ich weiß, ich müsste mal Pferde kaufen. Ponys! Ponys! So, Ibarium. Ah, genau. Habe ich den schon auf Hackert gegeben? Hackert, hast du das Herbarium? Ja, hast du. Gut. So, Konzentrat. Ja, genau. Das erhöht nochmal das ganze Ding, ne? 50 und Öl der... Also genau, das war ja das Ding. Ja. Rückstoßbäumchen. Sollte man eigentlich auch einmal machen, damit wir den Punkt da unten kriegen. Machen wir jetzt auch einmal. Wir wollten ja auch so ein bisschen, dass wir alles so mal machen für die Punkte. Öl der Schnelligkeit bräuchte man. Oh, warte mal, habe ich den nicht da? Warte. Öl der Schnelligkeit. Hatte ich hier nicht noch ein Öl der Schnelligkeit drin gehabt? Oh, guck mal da. Wunderbar, können wir bauen. Dann machen wir den nämlich auch einmal fertig. Wie gesagt, es ist jetzt alles so, um mal Punkte noch reinzuholen. Wir brauchen jetzt ja auch wieder mehr Punkte. Das ist ja auch klar, weil wir jetzt wieder mehr erlernen müssen. Also jetzt komme ich doch wieder langsam in die Bredouille. Ätzend wegen Hanf. Okay, nehmen wir auch mit. Ätzend nehmen wir mit. Giftflasche. Hatte ich noch gar nicht gebaut. Okay, nehmen wir die Giftflasche noch mit. Nochmal Punkte. Punkte. Stärke hatten wir gehabt. Das haben wir. Hier Essenzöl hatten wir gebaut. Schutzöl hatten wir gebaut. Lähmendes Öl gibt uns. Okay. Da machen wir dann schon mal, dass wir ein neues Rezept freischalten, was auch nicht schlecht ist. So, jetzt haben wir ein neues Rezept. Explosives Öl gibt ein neues Rezept. Ja, ich verbrauche jetzt gerade ein paar Sachen, die wiederum gut wären. Aber ich will auch, genau, ganze Rezepte auch irgendwo mal alle haben. Wann mache ich denn dann schon so eine große Aktion? Also heute ist wirklich so ganz leichter Einstieg. Rattenköder, Moskitostiche, Honig habe ich jetzt auch gerade nicht. Nebelhaft, wenn eine Einheit eine Fertigkeit Schaden verursacht, fügt sie mit 50% der Wahrscheinlichkeit 50% ihres Schadens auch Gegner neben dem Ziel zu. Ah, okay. So, Reifstahl. Können wir 32 machen. Siehst du, deswegen wollte ich das nämlich bauen, weil wir jetzt nämlich dann auch die Reifstahl-Sachen machen. Oh, 4 Saphir, dann nochmal das. Wunderbar, kann man ja nicht meckern. Und jetzt kann ich sogar nochmal einen Reifstahl machen, weil ich dann jetzt noch... Warum habe ich jetzt nochmal... Achso, ich habe nochmal draußen grauen... Grauen Klumpen. Haller, die weiter, was ist heute los? Wetzöl? Wetzöl habe ich auch noch nicht. Ja, okay, dann machen wir hier das Wetzöl noch. Passt auch. Ich dachte, Handstreumunition, das brauche ich jetzt nicht. Ich dachte, hätte ich jetzt auch noch alles gemacht. Abschirmen, das Öl habe ich auch noch nicht. Eisenerz, okay. Abschirmen, das Öl habe ich jetzt auch. Jetzt haben wir wieder eine ganze Menge Rezepte. So, arkadischer Stahl, 36. Können wir dann auch schon mal bauen. Aber das war jetzt auch nicht die arkadische, genau, das ist die Reifstahlweste. Genau so. Blamp. Holla, die Waldfee. Unverdorbene Essenz. Achso, weil ich kein Fischöl mehr habe. Haha, ich habe Fischöl schon wieder weg. Dabei. Warte, das jetzt? Ich habe da mal wieder alle hergestellt, oder nicht? Unverdorbene Essenz. Wir bräuchten. Hast du noch irgendwie Fischöl da, mein Freund? Hallöchen. Oh, sogar sehr viel Fischöl. Danke dir. Ja, ich weiß, ich könnte da auch wieder klaufen, aber wir wollen ja erstmal weniger klaufen, weil es würde mich sonst wahrscheinlich mehr kosten als alles andere, zumal ich noch nicht so gut gefeit darin, wo ich noch die Punkte rausräumen muss. Ne? Also eigentlich will ich ja doch schon klaufen. So, zack. Jetzt haben wir auch das hergestellt. Macht eigentlich das eine Ding der Tüftler? Aber wo kriege ich denn das Ding, was ihr meintet? Das hatten wir ja schon gehabt. Das hatten wir schon gehabt. Herbarium, das ist ja nicht das, was ihr meintet, ne?
Wo kriege ich denn das Ding dann her, was ihr meintet? Na, müssen wir mal gucken. Wir gehen mal jetzt in... Ne, die Schmiede können wir gerade noch nicht machen, oder? Weil ich glaube, ich habe nicht genug Erz. Ah, doch, hatten wir ja. Hatten wir ja. So, da rein, rüber, rüber und dort hinüber. So, okay. Moment mal, ich bin gleich wieder da. So, muss ich erstmal wieder für Ruhe besorgen. Pfade? Oh, guck mal, wir haben hier nochmal ein Schloss. Gewissenlos? Hä? So, wir haben die nächste Stufe freigeschaltet, was natürlich gut ist, denn wir können jetzt unschuldig machen. Das ist auch für mich wirklich Verdachtanzeige, dass sie sich ein bisschen schneller leert. Und das sollten wir dann auch nochmal machen, wenn wir gesucht werden, dass wir dann da sind. Mäuschermord ist zwar ganz schön für den Kampf, aber ich würde mich erstmal auf das beziehen. Gewinn 5 Kämpfe gegen die Wache, wenn euer Verdacht. Hä, das hatte ich aber doch gar nicht gemacht. Warum habe ich denn die jetzt bekommen? Genau, da brauchen wir noch die Stufe 7. Bei der Stufe 7 gibt es dann nochmal vielleicht irgendwas Interessantes. Da bin ich ja gespannt, was da nochmal gibt. Das haben wir ja auch noch nicht, ne? So, Hallöchen, mein Freund. Pass mal auf, ich muss mal hier kurz was hämmern. Hier gibt es ja jetzt Rüstungen und Helme, genau. So, Helme, die haben jetzt auch einen Bonus. Und der Bonus, den der gewährt, der Schaden verringert sich mit jedem auf die Einheit wirkenden Debuff um 10%. Okay, Barbaruta ist schon gar nicht schlecht. Diese Einheit hat 2% zusätzliche Abwehr für jede angewendete Rüstungsverstärkung. Obwohl der Debuff ja auch nicht schlecht ist, ne? Oder der Hut, was bringt der? Schaden erhöht sich mit dem auf die Einheit wirkenden Debuff um 10%. Okay, das sind jetzt auch meines Erachtens nicht unbedingt, ja, ihr wisst schon so, ja. So, dann machen wir das hier. Ich glaube, hier soll sich auch ein bisschen was verändert haben. Die Farbe, genau. Huch. Hier bin ich auch nochmal zu schnell, wenn wir wieder reinkommen. Okay, da hat sich ja, also der Eisenbabura ist ja, holla, der Weitfee war das jetzt schlecht. Aber ist ja nicht schlimm, wir brauchen ja auch erst die nächste Stufe. Und zwar brauchen wir jetzt Geisterbärenhelm und genau. Beziehungsweise dann haben wir auch schon drei, die schon die nächste Stufe wieder haben. So. Geisterbärenhelm. Wo haben wir denn? Schwere Helm hat Juli Reis noch, ne? Also Juli Reis hat auf jeden Fall schwere Rüstung. Sehr gut. Nein! Ja, gut. Aber warte mal, bringt das überhaupt was? Der kriegt ja gar nichts weiter, ne? Der macht 5 und 18. Warte mal, 5 und 18. Wir probieren es mal kurz. Ich will mal gucken, dass ich es jetzt hinkriege, dass es besser ist. Einen Versuch will ich ja noch kurz mal dran setzen. Manchmal lässt er sich extra Zeit. Und den habe ich getroffen. Okay, das ist aber egal. Ich sehe gerade, ich habe jetzt zwei nicht getroffen. Okay, das ist ja trotzdem nicht so. Ich brauche mal, ich will den perfekten Ding da machen. So, jetzt muss ich mal hier ein bisschen... Oh. Ja, ja, wieder die Maus zu leicht dahin gelegt. So. Sehr gut. Jetzt haben wir es richtig gemacht. Geisterbärenhemd. Was hat er denn jetzt dafür einen Unterschied? 6,20. Abschirmung 2. Das sieht doch schon viel besser aus, finde ich, oder? Guck mal, warte, der hat jetzt hier 5,18, 6,20. Doch, du musst also auch da das verbesserte Ding reinmachen, damit er da auch ein bisschen was kriegt. Und jetzt haben wir Juli Eis mit ihrem neuen Helm. Na, ja, okay. Okay. Naja, nee, nee, nee. Nee. Also, wenn wir das ja nutzen können, würde ich sagen, wir machen jetzt noch 1, 2, 3 mittlere Helme. Und dann machen wir jetzt noch 3 mittlere Helme und einen leichten Helm. 3 mittlere und einen leichten Helm sollten wir nochmal machen. So, Geister-Eberhelm. 3 mittlere und ein leichten. So, einmal haben wir es gemacht. Wir brauchen die nämlich. Geister-Eberhelm. Auch wenn ich finde, die sehen irgendwie scheußlich aus. Bin ja gespannt, wie die Reifstahlrüstung und sowas dann aussieht. So, dann haben wir den nächsten. Und dann brauchen wir noch einen.
Muss ich jetzt eigentlich? Doch, ich müsste alle einmal herstellen. Damit das auch Sinn macht. Wegen den Punkten. Sehr gut. Zumindest habe ich jetzt für meine... was habe ich denn da jetzt gemacht? Ach so. Wieso habe ich jetzt den gemacht? Ja gut, den brauchst du eh, den Punkt. Verdammt. Sehr gut. Und sehr gut. Ah, diese Schmieden, das ist irgendwie so. Habe ich schon vermisst, dass wir eine ganze Weile eigentlich nicht mehr geschmiedet haben. Jetzt würde ich sagen, kriegt erstmal Quinio, kriegt den Helm, ne? Flupp. Ich finde die nicht so. Tut mir leid, ich muss sagen, die finde ich gar nicht so. Florus kriegt den. Nee. Und Inol kriegt den. Nee. Einfach nee. Nee. Aber tu nicht. So. Ich brauche jetzt davon nochmal einen leichten. Den Geister, das Geisterstörenband. Um für Pief das noch zu machen. Sehr gut. Mal gucken, wie der Geisterstürmband aussieht. So. Ey, heute ist wirklich Herstellungstag. Geisterstürmband. Jetzt sogar noch mit Haaren zusätzlich. Ja, okay, den lassen wir ihn jetzt. Jetzt ist er ein ganz Schnieker. Jetzt ist er ja ein ganz Schnieker. Hallo Pierre, wir haben dir Haare geschenkt. Das Glatzex hat doch funktioniert. Es hat funktioniert. Du brauchtest nur das richtige Stirnband dazu. Ja. Entschuldigung. Es ist wieder alles. So, wir machen jetzt hier einfach noch alle einmal herstellen, dass wir noch mehr diese Entdeckungspunkte auf jeden Fall bekommen. Ich weiß, ich müsste das jetzt nicht machen, aber es gibt ja, soweit ich weiß, auch mehr Geld, wenn wir den besser herstellen. Und einen neuen Herstellungspunkt haben wir bekommen. So, dann wieder runter. So, den haben wir ja jetzt. Machen wir noch den haben wir ja auch, genau. Den haben wir. Und dann können wir den noch herschmieden. Weißt du, dass mir leer geht? Genau, Leder. Ich hoffe, es reicht noch für meine anderen. Sehr schön. So, die können wir dann nämlich auch alle verkaufen. Jetzt haben wir auch genügend Punkte damit bekommen. Hallöchen, mein Freund. Ja, ich weiß, dass du da das und das und jenes und Typ. Genau, machen wir nach Typus. Typus. So, warte mal. Ihr habt ja alle eure Dinger jetzt da, ne? Also dann kann ich Eisenbecken verkaufen, den verkaufen. Gut, sie werfen jetzt auch nicht ultimativ viel Geld ab. So, Wams des Hauptmanns kannst du auch verkaufen. Den verkaufst du mal. Das ist Stufe 9. Der hat was? Trotz seiner Blut. Fügt dem Ziel Schaden zu, wenn dem Ziel nach dem Angriff noch mehr als die Hälfte seiner Rüstung bleibt. Wird ein Gelegenheitsangriff gegen dieses Ziel ausgeführt. An sich cool. Aber den haben wir, den Hilde hat, den finde ich besser. Und ich finde, den werde ich auch nicht austauschen. Ich werde jetzt auch nicht noch einen wie Hilde sozusagen draufpacken. Dann würde ich lieber noch ein paar andere Klassen eher probieren, als dann nochmal dieselbe. So sehe ich es eher. So. Könntest ja noch mal hier so ein bisschen zurecht sortieren nach Typus. Genau. Ach, guck mal hier, die kannst du ja eigentlich auch nochmal 140, 120. Ihr habt den Titel Meister des Luxus freigeschaltet. Ah, na okay. Da könnt ihr mir bestimmt einiges erzählen zu. Hier ist immer noch der Schatz von Oberst, den wir noch nicht gefunden haben. Nee, nicht nach Gewicht, mein Freund. Mach mal nach Typus. So, wir haben jetzt noch die Rüstung. Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch... wir haben wieder 3 Punkte. Habe ich hier noch irgendwas, was ich noch nicht habe? Ja doch, hier ist noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber ich weiß nicht, was das ist. Oder ob das noch irgendwann mal kommt. So, wir haben hier noch eine ganze Menge, hier noch eine ganze Menge. So, jetzt gehen wir erstmal auf den Amboss. Hier kriegen wir Reifstahl, genau. Reifstahlhelme. Die sind jetzt wichtig. Was hatten wir gesagt bei Reifstahlhelmen? Ein schweren, drei leichte. Reifstahl Ahmed. Oh, guck mal, jetzt geht es auch schon los, weil wir immer weniger Leder haben. Jetzt geht es da doch schon wieder ans Eigen. Nein! Mist! Da war jetzt mein Fehler. Da war ich wieder zu schnell. Aber das ist manchmal so, der braucht da manchmal länger, als ich denke. Als ich denke, den Moment. Und das, ne? Wenn, dann müssen wir für Hähnchen auch wenigstens das Beste vom Besten geben und nicht so Müll.
So. Geht doch. Reimstahl Ahmed. Das hat nämlich 7,42 und der andere hat, glaube ich, nur genau 6,39. Also das ist eine weniger Abwehr und noch ganze 3 Punkte weniger Rüstung. Das kann ja keiner erzählen, das geht ja gar nicht. So, jetzt haben wir den Reichstahlhut. Davon brauche ich 3 Stück. Oh, Seile muss jetzt auch. Also mehr. Also müssen wir jetzt mehr Seile kaufen. Nein! Was ist denn jetzt los? Das war jetzt mal völlig daneben. Weder verlangsamt noch aussetze eine Wirkung. Abschirmung. Die Einheit hat 4% zusätzliche Abwehr für jede angewendete Rüstungsverstärkung. Ja, ja. Das war jetzt, okay, Reifstahlhut. Jetzt musst du jetzt ein bisschen langsamer machen, mein Kleiner. Weil ansonsten... Ich bin immer so einen bestimmten Tonus drin, ne? Dass ich das irgendwie in einer bestimmten Schnelligkeit mache, was ja aber auch völlig falsch ist. Sondern man muss das schon so darauf achten, dass das, dass du nach dem Blinken dann gehst. Sehr gut. Und richtig gut. Finde ich auch cool. Der Effekt jetzt hier ist, glaube ich, auch neu. Den hat es ja vorher nicht gehabt. Vorher war der ja nur, dass er danach geschimmert hat. Arkadische Stahlschiftung? Stimmt, das ist die nächste Stufe, die wir dann haben, meine Freunde. Wow. 291 Rüstung. Holla, die Waldfee. Die sieht ja dann wirklich schon richtig nice aus. Finde ich Wahnsinn. Dafür haben wir jetzt ja nur die Reifstahl. Also nur ist gut. Nur die Reifstahl. Aber ist schon... Ich finde es auch cool. Dank euch weiß ich ja, dass ich auf jeden Fall noch eine ganze Weile zu tun habe. Und ich finde das wirklich gut, dass wir noch so lange zu tun haben. Ich liebe das ja. So, jetzt haben wir einiges fertiggestellt. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie wirklich die Hüte aussehen. Hacker, du kriegst als erstes. So. Ja, Hallöchen. Darf ich Sie um Ihr Geld bitten? Ich weiß nicht, irgendwie hat das was. Ich behalte die. Die behalte ich so auf. Den Hut so ein bisschen so schräg so rein, so. Ja. Badi Hardy? Jo, also wenn ich nicht treffe, liegt es daran, dass der Hut über mein Auge liegt. Finde ich gut. Und dann kriegst du natürlich noch du ein Helmchen. Okay, Hildchen, du kriegst, du behältst es. Hildchen, du behältst es. Da ist jetzt Pech für dich. Da ist Pech für dich, meine Dame. Ich behalte. Das behältst du. So, ich muss jetzt mal gucken, wie kann ich den genau umschalten und dann kann ich entfernen. So, ich gehe jetzt erstmal kurz zu dir. Ja, ja, ich habe hier nämlich noch was für dich. Den kriegst du und den kriegst du. Damit ich das auch los bin. Und dann brauche ich jetzt, genau, verlassen. Wildes Hildchen, gib mir mal bitte... Umschalt und den, genau. So. Und du kriegst jetzt dann die den Reifstahl. Oh. Okay, nee, das sieht so in der Kombination schon cool aus. Erinnert mich so ein bisschen wirklich an damals an Gothic dann. Wann erinnert mich das gerade? So, warte mal, da habe ich jetzt die, genau, Stärke ein bisschen erhöhen. Klatsch. Muss ich dann eh nochmal dann ausbessern, sobald wir dann noch die Bärskis dann haben. So, Diego, mein Freund, dann gibst du mir mal das, genau. Dann kriegst du jetzt den. Oh ja, das sieht er ja. Oh, okay. Das könnt ihr behalten, Genau, jetzt packen wir mal hier noch Crit und Geschicklichkeit rein, damit er noch ein bisschen besser ist. Bardi Hardy, mein Freund. Hier, das nehmen wir dir auch ab. Und Bardi Hardy kriegt jetzt auch natürlich noch so ein schönes Ding. Genau, die hatte ich einmal die Ratte noch reingepackt und dann hatte ich aber, genau, die noch mit reingepackt. So, warum habe ich eine Stärke eigentlich weniger? Ermüdet. Ach so. Okay, 19 ermüdet. Alter, die Wei. So, hier auch mal wieder entfernen. Da hat auch einmal eine Ratte noch drin. So, dann packe ich das so. Ach ja, da kriegst du den hier noch, damit du ein Messer wieder hast. Die müssen wir auch mal mehr herstellen. So, Ratte hinzugefügt. Und die auch noch. Und die auch noch. Sehr gut. Ja, das war für mich jetzt ganz wichtig, dass wir das hier alles so ein bisschen reinpacken, damit sich das alles so ein bisschen verbessert. Und ich bin immer noch am Überlegen, weil der hat ja... das ist so Sutra, der Schaden von hinten. Also die Einheit zieht sich am Ende des Zuges zurück. Und wenn die Einheit schon am Ende ihres Zuges zurückkämpft, diese Einheit bereits, erhält sie noch Riposte.
Oder nochmal dann auf den Tiefschlag gehen. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich finde sowas hier schon gut, wenn der Damage nochmal erhöht. Müssen wir mal gucken. So, mein Freund, pass mal auf. Ich will in nächster Zeit auf jeden Fall jetzt gar keine... Doch, eine schwere wollte ich mir vielleicht noch reinholen. Ich verkaufe jetzt mal nur die und die Geisterbrustplatte behalte ich noch, weil die kannst du ja ab Stufe 5 nutzen. Wenn wir dann den anderen Tank vielleicht nehmen wollen. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen könnte man das jetzt so machen. So, oh Mann, wir sind jetzt fast schon, wir haben fast nur gebaut die Folge. Wir haben fast nur gebaut. Es tut mir so leid. Gut, die kann ich ja weiter nutzen. Giftflasche, allein hat eine Weiche, den erzeugt eine Giftwolke. Ja, könnte man eigentlich alles erstmal lassen. Ich finde das ja gar nicht schlecht. Medizin brauchen wir. Pestheilmittel behalten wir auch dabei. Das kann ich jetzt erstmal reinpacken. Packe ich dir rein. Fett behalte ich erstmal. Die Kokoschuppe, das packe ich dir rein. Das packe ich dir rein. Wir haben jetzt erstmal alles so ein bisschen gebaut, was wir brauchen. Und für deine Essenz, das packe ich dir rein. Das packe ich dir rein. Nee, warte mal. Bevor ich jetzt hier mache, wir haben ja noch was, meine Freunde. Wir haben ja noch was hier. So, wir haben ja hier auch noch was. Und zwar unser Lagerverbesserung. Wir haben noch eine Tragbare, die wir verbessern können. Und die Seile haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel. Bestände, da brauche ich nochmal Kette. Spießfall löhnt sich nicht. Holz, Stoff, ein Würfelding und eine Laute könnte man noch machen. Haben wir noch. Könnte alles schwierig werden. Das könnte jetzt schwierig werden, ob wir das da alles genügend da haben. Kannst du nochmal nach Typus sortieren, bitte? Typ. Genau, danke dir. Ich habe jetzt nicht mehr so viele Seile und so. Nee, dann machen wir ein andermal. Könntest du das bitte auch nach Typ sortieren? Danke. Nee, machen wir ein andermal. Passt soweit schon mal erstmal. So, jetzt haben wir das erstmal so. Dann haben wir den dann noch. Der bringt mir. Oh doch, da kann ich dich gebrauchen. Du hast jetzt 8. Aus denen könnte man. Ich brauche 3 von denen wahrscheinlich, ne? So, dann, genau, hier können wir gleich nochmal rein. Ich habe noch 2 Punkte, aber ich habe hier unten auch schon Helme für den Arkadischen. Machen wir. Und jetzt habe ich noch 1 Punkt. Ich würde aber gerne hier vielleicht schon mal die Stärke und Rüstung erhöhen. Genau, die würde ich schon mal machen. Dann haben wir die schon mal drin. So, jetzt haben wir keine Punkte mehr. Jetzt haben wir jetzt mal wirklich wieder da, wo wir mal waren. No points. So, immer noch für 25 Tage dann. Weißt du was? Heute machen wir das mal anders. Wir gehen heute mal, ich gönne euch mal in der Taverne mal eine Nacht. Und wir wollen ja noch was gucken. Rosenberger Wein sollten wir mitnehmen, brauchen wir ja. So, mit dir quatsche ich kurz. Ob wir passieren, danke dir. So, tschüss. Was haben wir denn hier? Schwertkämpfer. Nee, gerade nicht interessant. Du bist nur ein Informant, du bist nicht interessant. Du bist ein Rohling. Und du bist ein Zivilist. Okay, leider nicht dabei. Wir gehen rasten. Das kostet uns 132. Geben wir dem mal so. Die werden jetzt noch ein bisschen Party machen. Die haben sich ein bisschen ausgerüstet. Die fühlen sich gut. Und das ist alles für sie toll. Und wir ziehen jetzt aber noch gemeinsam einfach rüber. Wir haben heute wirklich einfach mal... ich weiß, ich müsste die Halsbänder noch machen und so weiter. Aber ich wollte jetzt erstmal, dass wir wenigstens mal ein bisschen wieder loskommen. Haben wir denn noch irgendwas hier in der Nähe, was noch Sinn macht? Das bringt mir nichts. Da haben wir noch die Stallung von Uldren. Ich weiß, ich könnte auch, glaube ich, so und genau doppelklicken und dann musst du einfach nur gedrückt halten, dann rense. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass ihr dann, warte mal, kann ich jetzt die Shift drücken? Nee, ich muss dann wirklich loslassen, damit sie aufhören zu rennen. Nee, da gefällt mir die Shift-Variante doch ein bisschen besser. Wir haben jetzt für 25 Tage Essen. Wir können ja dann, ich hätte jetzt da nochmal Essen holen können. Ja, ich weiß. Das war jetzt blöd, weil ich jetzt gerade, es hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie sparen möchte. Das ist bei mir einfach, ich bin jetzt gerade darauf fokussiert gewesen, dass wir einfach die Rüstungen herstellen und das fertig machen und habe jetzt daran gar nicht mehr gedacht. Überhaupt nicht mehr. So, Sally hat wieder Käse gefunden. Ach, Sally. So, warte mal, was haben wir denn hier? Du bist blutdurstig und du hast Geschick. Was bist du denn? Du bist dickhäutig, hast eine 3er-Basisabwehr, ist ja aber auch uninteressant. Du bist eine Faulpe. Ja, ist klar. Stärke erhöht, aber eine Faulpe. Die gefallen mir jetzt aber alle nicht so. Boah, ist ein schönes Weißes so. Huch!
gekauft. Oh ja. Da haben wir uns ein neues Pony gekauft. So. Wirst du ein Arbeitspony? Ich bin eher so typisch Arbeitspony-Typ. Ich brauche die nicht im Kampf. Ich weiß, könnten wir dann auch, glaube ich, irgendwie machen. Das würde auch was bringen, aber nö. Ich möchte ja meine Pony schützen. Naja, ist dann so eine üble Szene wie bei The Witcher, wo dann der arme Plötze. Ne, ihr wisst Bescheid. Nee, das mache ich nicht mit. Sehr schön. Nein, keine Windskraft. Wenn er schon eine hohe Windskraft hat. So. Stufe 5, die Renndauer ist erhöht und Stufe 8 gibt es dann das, aber der ist schon Stufe 7. So, wir sind bei 623 und ich muss mal nochmal gucken, wo hatte ich noch so einen schönen Reif gehabt oder sowas. So, wir haben ein neues Pony mehr, meine Freunde. Jetzt haben wir aber auch nur noch 22 Tage. Was der Helle, ich habe ein Pony mehr drin und ich verliere auf einmal 3 Tage. Gut, ich muss, nee, Berskis brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, bin ich der Meinung. Berskis habe ich genug und ich wollte jetzt auch nicht mit. Ihr seid keine Geisterbärschis, also brauche ich euch nicht. Nur Geisterbärschis sind wichtig. Konnte ich eigentlich, wobei ich hatte Seile dabei, ne? Ne, ich sollte mir mal mehr Seile auf. Guck mal, da ist ein Händler. Wir gehen mal zum Händler. Ihr sagt, ich soll auch öfters zum Händler gehen. Wir gehen öfters zum Händler. Ich guck mal, was sie da haben. Das ist eigentlich ganz okay, aber das ist jetzt alles nicht so, was ich unbedingt brauche. So. Man soll mir ja nicht sagen, ich bin geizig. Beim nächsten Rast sollten wir dann auf jeden Fall die hier wieder aufpeppen. Wir brauchen mehr Rohmaterialien wieder. Wir haben jetzt einiges nämlich durch. Warum seid ihr schon wieder da? Hier war aber auch ein Markt, ne? Beim Jebel-Clan, da hattest du auch nochmal. Warum habe ich jetzt hier schon wieder diese Viecher? So, wir gehen mal hier rasten. Haben wir hier einen Markt? Nee, haben wir noch ein Gemeindehaus? Eine Taverne aber. Sehr gut, eine Taverne ist immer gut. Was haben wir hier? Da haben wir einen Bogenschützen. Da haben wir, wieso ist ein Waldläufer? Mehr haben wir gar nicht, wa? Was ist denn da? Kandierte Frucht. Was hast du eigentlich noch für so eine Mission für uns? Vielleicht sollten wir da auch mal ein bisschen mehr. Wir haben ja noch einiges da. Wir haben eine Mission noch. Die Legion, Minderheiten, größte Folgen, Uldren auf dem Konflikt und Eldoran, bla bla bla. Okay. Attenplage brauchen wir. Fährtenleserin Bion hat man noch. Aldoranischer Attentat. Das soll ja alles schwerer jetzt sein. Ich muss mich hier ein bisschen reinfuchsen. Genau, das machen wir jetzt auch mal. Wir werden jetzt erstmal hier das machen. Ich nehme dich mal mit. Dich mal mit. Und dich mal mit. So, wunderbar. Jetzt bringst du uns 364. Ist aber auch irgendwie egal. Genau, sehr gut. Da oben, da sind wir noch nicht gewesen. So, und dann nehme ich dich mal mit. Ich weiß, ich gucke jetzt gerade gar nicht. Da sieht man das auch gar nicht. Kann ich das nicht vergrößern? Sehr gut. Attenplage. Ey, der da was. Guck dir das mal an. 1, 2, 3, 4 Missionen da oben. 4 ganze Missionen, die wir da oben alle gleich ausführen können. Dann haben wir in der nächsten Folge mal wirklich was zu tun. Bin ich schon sehr zufrieden. Du, darf ich bei dir. Ja, nimm mir mal das mit. Biele ist auch immer ganz gut. Und schön Weinbrand können wir uns auch noch mal rein tüfteln. So, wir rasten hier noch mal. Ja, kriegen wir noch mal 3 rein. Jetzt haben wir zwar die ganzen Special Skills drinnen nicht, aber das ist jetzt auch egal. Wir werden aber jetzt. Warte mal, jetzt ist halt die Überlegung. Wir haben jetzt so. Gehen wir vielleicht gleich zurück und da hoch? Wir gehen da hinten schon rück schon und da hoch. Und machen dann in der nächsten Folge auf jeden Fall die Mission da oben nochmal. Dass wir uns jetzt schon mal dahin positionieren und da dann auf jeden Fall in die Kämpfe halt hineingehen. Wobei das Rattenlager wollte ich jetzt eigentlich noch nicht mal. Ich brauche dieses. Ich muss gucken, was ihr meintet mit diesem Dings. Ich weiß nicht, was ihr meintet. Die Ratten, den können wir ja später nochmal machen. Das ist jetzt nicht das Problem. Oder nein, wir gehen nochmal dort trotzdem ins andere Lager. Nee, ich will erst diese Fläschchen mehr da bauen für meine Truppe. Das sind ja 2, 4, 6, 8, 9 Mal, dass ich dann im Rattenlager kein Gift abkriege. Mache ich auch gleich dann für alle, dass ich das wirklich dann da habe. Riesen. Ist immer gut, aber was hast du da? Seile wäre mir jetzt eher lieber gewesen. Sag mal, wie weit seid ihr eigentlich aufgeschützt? Ich will nur mal gucken, wie weit ihr so aufgebaut seid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naja. Was habe ich denn drin? Ich habe noch die Biskuit gehabt. Oh Gott.
Gut, das ist jetzt Lehrgeld. Das ist jetzt Lehrgeld. Ach du Heiliger. Das war jetzt einfach eine völlige Dämlichkeit. Da wollte ich wieder so ein Großkotz sein, ey. Oh Gott, ey. Manchmal ist es echt peinlich mit mir. Wirklich nur peinlich. Ah. Man, Peinlichkeit schon wieder gar nicht zu überbieten, der Herr. Ja, ist er. So, wir sind gleich da. Ich habe ja noch das ganze Öl da unten drin. Hätte ich auch mal wegbringen können. So, Garusa-Clan. Wir werden uns auf jeden Fall da nochmal... Kannst du bitte laufen? Wir werden da auf jeden Fall nochmal ein bisschen was machen, weil ich hatte hier aber auch ein paar Sachen abgelegt. Das weiß ich. Nein, geh mal bitte zurück hier. Danke. Ich hatte hier nämlich nochmal ein paar Sachen hier abgelegt. Hatten wir auch letzte Folge noch gebaut, bevor wir aufgehört haben. Genau, hier habe ich mich noch so ein bisschen... Hier habe ich nämlich auch noch Leder. Da habe ich noch die Handfesseln. Da siehst du, da könnten wir nämlich das Ding dann aufbauen. Hätten wir auch noch eine Menge Kohläpfel. Den Honig hätte ich auch eigentlich holen können da drin. Ach Mann. Ich will es aber halt, wenn du so fokussiert auf eine bestimmte Sache bist, dass du die erstmal dich darum kümmern möchtest, bevor du die anderen Sachen machst. Das ist einfach ganz normal bei mir. Ich arbeite das dann alles ab und dadurch denke ich dann gar nicht mehr daran. Das ist so ein bisschen bei mir das Problem dann. Ich packe ich jetzt erstmal rein. Ich brauche euch jetzt erstmal alles hier nicht so. Das muss ich noch ein bisschen verarbeiten. Da habe ich noch ein bisschen Wolfsfleisch. Da habe ich noch ein bisschen das, ein bisschen das. Hanf und Seile habe ich jetzt in dem Sinne hier ja nicht mehr. Und in der Truhe hatte ich, glaube ich, auch nichts mehr gehabt. Ne? Ach, da haben wir noch ein paar Seile. Über Seile können wir uns ja noch zur Not erbauen. So. Ich würde sagen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sei denn, wir finden hier jetzt natürlich noch einen schönen, gestandenen Krijoa. Krija. Und Crit um 3% erhöht. Hat aber nur 8% und 8 Wille. Das ist mir eigentlich zu wenig, was der hat. Wie sieht es bei dem aus? Der hat wenigstens 9 und 8. Willenskraft wäre noch schön. Ne, das bist nur die 500. Warte mal, ich habe hier nur... Ach, jetzt sind immer nur 3 drin, ne? Promise to take me to the tombs of the ancients. 2, 3, 4... 5, 6, 1, 2, 3. Nee, wisst ihr was? Als nächstes würde ich gerne Kriegerin haben. Ich würde gerne Kriegerin haben. Ja, ich weiß, das ist alles. Ich würde gerne Kriegerin haben. So. Ist so meins, was ich jetzt gerne mal festlegen möchte. Ich würde gerne gucken, dass wir jetzt als nächstes eine Kriegerin besorgen. Kein Krieger, sondern eine Kriegerin. Und die dann sozusagen ins Boot nehmen und die wird unsere neue Schildwache werden. Das werde ich dann hier mit, so wie Torus, dann werde ich die auf Schildwache dann setzen. Da kriegst du dann die mit der Riposte und der Bewegung und alles. Schwere Rüstung und dann werden wir die aber schön mit unserer fetten Zweihand-Axt da dann losballern lassen. Das wird noch richtig, oh, das wird genüsslich. Da freue ich mich ja drauf. Ja, da freue ich mich. Hier wäre ja der Scharfrichter, da hätten wir auch nochmal mehr so einen Zielbereich. Aber ist halt so eine Zusatzattacke, wo wir auch nochmal mehr Schaden machen können. Das gucken wir uns mal an. Das gucken wir uns auf jeden Fall mal an. So, aber für heute war es das erste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommis über was feiern, so ein Abo freue ich mich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann gehen wir mal die ganzen Quests erledigen. Da haben wir ja schon uns eine Weile drumherum bewegt. Und genau, hier müssen wir nochmal gucken, welches Ding ihr da meintet, welches ich dann machen sollte. Aber ich habe das noch gar nicht. Muss ich das irgendwo kaufen? Falls ich da jetzt irgendwie das falsch gemacht habe, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo finde, dann mache ich das und besorge uns die Sachen auf jeden Fall noch. Dann wünsche ich noch einen angenehmen Tag, Abend oder morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss!